Was geht ab, Freunde, und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon seht, Freunde, in der Musikwelt bzw. in der Rapwelt ist wieder einiges passiert. Kollege hat wieder was Neues rausgebracht und auch Kapital hat mal wieder was Neues hochgeladen. Was ein Wunder, ja, der Typ bringt ja zurzeit wirklich krank viel Sachen, wie man auch immer in den Kommentaren lesen kann. Die fragen sich immer, wie der das so schnell machen kann. Ich sage euch das ganz einfach, der hat einfach richtig viel vorproduziert und haut jetzt richtig, richtig viel raus hier. Ist natürlich auch gut, ja, wenn man einen neuen Kanal macht und im Musikbereich dann richtig viele Videos einfach hochlädt. Da ist das natürlich schon, sagen wir mal so, das ist schon besser, als wenn man zum Beispiel ein Lied rausbringt und dann, keine Ahnung, gar nichts mehr macht. Oder wenn man einfach wie Shindy der ganz lange Zeit gar nichts macht. So, das kann man jetzt natürlich nicht vergleichen. Kapital hat vorher auch schon Sachen gemacht. Aber es ist natürlich logisch, wenn man richtig viel für die Fans rausbringt, dann kommt natürlich auch Support zurück. Und ja, ich freue mich auch immer über Support, Freunde. Sage ich deswegen, das letzte Video zu dem Kollegah-Song featuring 18 Karat kam auch richtig gut an bei euch. Was mich wirklich immer freut. Ich freue mich immer über die ganzen Kommentare, über die Likes, über die neuen Abonnenten, die auf den Kanal kommen. Auf jeden Fall mega korrekt. Und ja, heute gucken wir uns mal hier den neuen Track Kapital featuring Noah Phantom an. Ich habe gesehen, es gibt noch einen neuen Track von ihm. Ob ich den jetzt auch dann gleich noch anschauen, ein Video dazu mache, weiß ich nicht. Aber den hier werden wir uns jetzt mal geben, Freunde. Und ich würde sagen, let's go. Ich hoffe, wie gesagt, dass das vom Ton so passt. Noah, muss ich vorab noch sagen, kenne ich gar nicht. Also hatet mich jetzt nicht in den Kommentaren. Ich kenne ihn einfach nicht, okay? Wenn ihr ihn kennt, weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt einfach noch nichts von ihm gehört. Zumindest sagt mir jetzt der Name nichts. Also vielleicht, wenn ich jetzt irgendein Musikstück von ihm hören würde, dann könnte das schon gut sein, dass ich ihn vielleicht doch kennen würde. Aber jetzt so grundlegend, muss ich sagen, kenne ich ihn nicht. Und auch noch vorab, Freunde, dann werden wir aber natürlich auch erstmal ein bisschen was anhören hier. Was ich auch sagen muss, was ich immer richtig gut fand jetzt bei Kapital hier, er hat auch immer Musikvideos dazu gemacht. Hier ist es bis jetzt nur so ein Handy-Video. Ob das jetzt das ganze Video über so sein wird, weiß ich nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt dann das richtige Musikvideo erst so richtig anfängt. Also, dass das nur so ein paar Aufnahmen sind, dass das so rüberkommt wie in so einer Insta-Story oder so. Das kennt man ja auch öfters mal von irgendwelchen Musikvideos. Aber das gucken wir jetzt einfach mal. Kokain im Blut, aber warum? Sagt der Uran, Ferrari, sie soll klarkommen. 23 okay. Specks sind im Karton. Für die Patte, für das Geld bin ich ein Phantom. Kokain im Blut, aber warum? Sagt der Uran, Ferrari. Also, er fängt hier direkt mal mit der Hook an. Das ist übrigens dann Noah, den man hier gerade hört. Ich muss sagen, bis jetzt, ich find's direkt richtig, richtig geil, Jungs. Also ohne Witz, ich finde, dass die Stimmlage, das Ganze so, Autotune und so, das passt echt gut zusammen. Und auch textlich gesehen, muss ich sagen, hört sich's echt gut an. Und die fragt euch, was der Bratan gerade macht. Ja. Hebt der gerade ab oder wird er arrogant? Ich bin immer noch nicht satt, mach 5 Songs in einer Nacht und bring 3 Songs an einem Tag. Fick in die Szene, Kolleg, rede nicht, geh aus dem Weg, weil der Blatt an die Szene ist erlegt. Also Kapital bis jetzt auch richtig stark wieder. Ich denke mal, da brauchen wir eigentlich nichts dazu sagen zu Kapital, weil der liefert einfach ab, so sind wir mal ganz ehrlich. Ich war sehr gespannt auf den Part von Noah, muss ich sagen, beziehungsweise halt in dem Fall ja die Hook. Weil ich, wie gesagt, von ihm jetzt so noch nichts gehört hatte, zumindest auch nicht bewusst. Bis jetzt von beiden richtig stark. Beat finde ich ist auch geil. Und textlich gesehen auch echt gut. Das einzige, muss ich sagen, was ich daran auszusetzen habe bis jetzt, okay? Das Einzige, was ich auszusetzen habe bis jetzt, ist so diese links und rechts diese Balken. Ja, also das ist halt bei einem Handyvideo, wenn das hochkant gefilmt ist, ist da so. Ich denke mal, es ist mit dem Handy gefilmt. Aber ich finde, das sieht einfach nicht so geil aus. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man so ein Handyvideo auch gut aussehen lassen kann, okay? Deswegen hätte man sich da ein bisschen was anderes überlegen können. Es geht jetzt nicht unbedingt nur natürlich um das Video. Ich sag mal, das Video ist im Prinzip ja zweitrangig, okay? Natürlich die Augen, wie sagt man so schön, die Augen essen mit.
Ja, in dem Fall hören die Augen mit, hört sich ein bisschen dumm an, ist aber so. Also, wenn das Musikvideo geil ist, dann kann das den Track schon nochmal aufwerten. Aber ich finde einfach, in dem Fall hier ist die Musik, die spricht für sich, die ist richtig gut und deswegen kann man auch mal bei dem Video ein Auge zudrücken, wenn das jetzt nicht das beste Musikvideo ist. Ich meine, die Videos davor waren ja richtig gut, so das muss man ihm lassen. Er hat vorher bei den Tracks, soweit ich weiß, doch immer gute Musikvideos gehabt. Wie es jetzt bei dem anderen Track ist, der hier kam, glaube ich, vor 6 Stunden raus. Ungefähr. Und ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mitbekommen habe. Wobei, da habe ich noch, ja doch, da habe ich sogar noch beziehungsweise schon geschlafen. Aber ich glaube, das waren immer gute Musikvideos. Deswegen kann man da mal drüber wegschauen. Hinter mir die Kribbels, doch ich bleibe locker. Ich hab Texte in meinem Kopf ohne Punkt und Komma. Jetzt kommt der Joker, ein Gucci Joker. Zum Beispiel jetzt so, wenn das dauerhaft so wäre, okay, das ist natürlich hier, das ist auch so ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt so ein Video mit dem Handy habt, okay, wenn ihr sowas hier raus macht, dann erkennt man zwar nicht viel, weil das halt auch mit einer Handykamera und so nachts zu filmen zum Beispiel einfach nicht gut ist, aber wenn man diverse Effekte draufhaut und das dann auch so aussieht, als wäre das Absicht, dass es so aussieht, wie es aussieht, dann sage ich mal, hat das ja so einen eigenen Charakter, okay? Und den sieht man halt auch nicht so oft. Das ist halt was anderes. Klar muss man sagen, man will im Normalfall kein Handy-Video sehen, okay? Ist einfach so, gerade bei Musikvideos, okay? Da ist es eigentlich normal, dass man mit irgendwelchen krassen Kameras, sogar irgendwelchen Kinokameras, irgendwelche Red-Kameras oder so filmt. Aber wie gesagt, ich finde zum Beispiel, wenn es dieses Format hier dauerhaft hätte, okay? Also, dass man, wenn man im Vollbildmodus ist, auch ein Vollbild hat und nicht diese hässlichen Balken am Rand. Dann fände ich es noch besser, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist das Einzige, was mich hieran stört. Und wenn man jetzt den Track, ich denke, bei den gibt es wahrscheinlich auch auf Spotify, wenn man einfach nur das Lied hört, dann ist das ein richtig, richtig heftiger Track. Ist ja auch so. Nur wie gesagt, ich finde halt, das Video ist halt keine 10 von 10, sondern ist halt, ja, ne, ist nicht ganz so gut. Aber dafür ist natürlich der Rap 10 von 10. 23 Packs in einem Karton. Für die Platte, für das Geld spiel ich ein Phantom. Heute kippen Gruß, machen dies und das. Hause noch Bezug, suchen Blickkontakt. Gestern war ein Film, sag mir, wie es so war. Ghetto, Bruder, paranoid, Film mit einem Star. Nice. In den Streets, ich will noch mal ganz kurz hier hören. Gestern war ein Film, sag mir, wie es so war. Ghetto, Bruder, paranoid, Film mit einem Star. Okay, nicer Flow, da muss man sagen. Heute bin ich nie da. Sag mir, was du liebst, Reihe, mach alles klar. Heute sind beliebt, ab wo Gott du meiner. Ich finde halt, was ich bei Noah besonders finde, ist einfach, dadurch, wie ich schon gesagt habe, die Stimmlage und das Ganze, das ist sehr besonders, okay? Das ist nichts, was man jetzt bei jedem zweiten oder dritten hört. Und das finde ich ist halt auch, das finde ich hört sich gut an einfach. Und ich finde auch zum Beispiel mit Kapital hier ist ja, ne, passt das auch gut zusammen. Das sind zwar zwei Stimmen, die grundlegend irgendwie zwar nicht ganz zusammenpassen, aber irgendwie in dem Track finde ich, ja, harmoniert das einfach ziemlich gut. So, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Track in die Kommentare schreiben. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie er bei euch so ankommt, aber ich finde, er ist wirklich übertrieben heftig, Digga. Da kann ich gar nicht mehr dazu sagen. So, und natürlich kann man wieder sagen, ja, textlich, es geht wieder um Kokain und irgendwie sowas. Das ist nicht wirklich einfallsreich und keine Ahnung, was man da nicht alles wieder sagen kann, okay? Aber ey, ich finde, der Text, es klingt gut, okay? Die Reime und so, das passt einfach. Das ist jetzt kein Billigniveau. So ist klar, bei Kapital kann man ja auch was erwarten. So, und deswegen, ich finde, das ist wirklich echt ein durch und durch gelungener Track. So, das war der Track. Ja, ich werde ihn euch selbstverständlich mal unten verlinken. Könnt ihr abchecken. Wir gucken jetzt noch mal ganz kurz hier bei dem Kanal hier von dem guten Kapital hier. Hier sehen wir, das sind die Tracks gewesen, die drei, die er bis jetzt hochgeladen hat.
Und dann haben wir hier nochmal einen, der kam vor 5 Stunden raus, also der ist noch ein bisschen neuer, ja. Den werde ich mir wahrscheinlich später anhören. Ich denke, ich werde jetzt kein Video mehr dazu machen. Ich werde jetzt dieses Video hier schnell schneiden, werde das hochladen und ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dem Track in die Kommentare schreiben. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und natürlich, Freunde, könnt ihr hier auch gerne ein Abo auf dem Kanal da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.